Nun zur zweiten Auswahlanweisung, die Alternativanweisung. Die Alternativanweisung ist eine bedingte Anweisung, der folgt das Schlüsselwort else und wiederum eine Anweisung. Die nennt man auch false-Anweisung. Die Alternativanweisung ist wie die bedingte Anweisung eine Auswahlanweisung und damit selber wieder eine Anweisung. Die Semantik, das heißt das, was passiert, wenn eine Alternativanweisung ausgeführt wird, ist folgende. Zunächst wird der boolsche Ausdruck der bedingten Anweisung ausgewertet. Wie vorhin, falls der Ausdruck den Wert true liefert, führe die true-Anweisung aus. Falls aber der Ausdruck den Wert false liefert, dann wird die false-Anweisung, also die Anweisung, die dem else folgt, ausgeführt. Das heißt, es wird entweder die eine oder die andere Anweisung ausgeführt. Daher Alternativanweisung.